ist Finn. Ich habe hier mal jemanden mitgebracht, der sich bisher noch gar nicht hat blicken lassen. Hallo! Ja, genau der da. Stellen Sie sich ja mal kurz vor. Ja, ich bin der Fabian und ich werde heute mit Dennis Power Stone spielen auf dem Dreamcast. Power Stoning! Nicing, nicing. Okay, okay. 3D-Prügel-Action der alten Schule. Ja, der besten. Das einzig gute, richtige, echte 3D-Beat'em-up. Neben Fighting Force. Neben Fighting Force. Fickens ist ich. Fighting Force ist... Okay, Fighting Force sollte man nicht als Spiel bezeichnen. Fighting Force ist Krebs für Augen und Ohren, aber... Fangen wir mit dem Standard-Ding wieder an? Selbstverständlich, wie immer, Galuda gegen Gunrock, der Indianer gegen den Holzfäller. Ja, was auch immer Gunrock darstellt, ist auf einmal ein grobschlächtiger Klotz. Ey, ich hasse den Typen, ey. Das ist so kacke. Ach, generell, Heavy-Charaktere mag ich nicht ganz so sehr in diesem Spiel. Aber so sind sie schon mal weg. Also bei dem Spiel geht es halt darum, man prügelt sich mit Gegenständen, mit allem, was in der Gegend rumliegt. Man kann manchmal Treppenmoves, nein, das nicht, aber alle möglichen Geschichten. Und wer 3 Diamanten eingesammelt hat, verwandelt so sich, so wie ich jetzt hier. Zeigt er es jetzt endlich mal. Und kann dann jetzt... Ja, und man kann natürlich auch einfach dazwischen gehen und sie greifen. Das ist unverschämt. Warum habe ich auch direkt? Ich habe Y gedrückt. Das ist super stumm. Fuck. Komm schon. Nein. Ah ja, ihr seht, es ist eine Menge Fun da drin. Und ich... Wow. Krieg hier nichts ab. Ah. Nein, wie wollte ich denn auch wegschieben? Ich werde versohlt. Gut, dass wir mit der Aufnahme gewartet haben, wa? Ja, das habe ich ihn. Der Hunger musste erst kommen, Nein, und dann kommt diese Kacktonne neu. Nein, ich wusste es und er verwandelt sich wirklich. Oh mein Gott. Der Mega-Indianer! Ja, der Mega-Indianer, der ist doch schon ausgestorben und dann. King Fenn Pradas! Fuck! Oh, tut das weh! Oh, tut so weh, fuck! Ich wollte noch nicht. Nächster! Krieg ich dich? Nein! Aber, wo bist du? Nein! Kannst du mir die Dinger nicht mehr rausschießen? Weg damit! Er schafft es so gerade noch. Ja, aber das war der Y. Ja, ich habe auch eben Y gedrückt und jetzt die Spezialattacke direkt gemacht. Ihr Pad ist ja manipuliert. Natürlich. Ach ja, um mal kurz drauf einzugehen: Man springt mit A, man nimmt Sachen mit B auf, lässt sie auch mit B wieder fallen, wirft sie mit X. Und auch B ist zum Greifen generell. Wie man hier schön sieht, ich demonstriere das mal einmal für die Leute, ne? Ich hole mir nochmal den Stein und dann mache ich noch eine Wandattacke, weil man B gedrückt halten kann, wie ihr seht. Und Escape Moves, wie man sieht, gibt es auch. Und dann gibt es halt so Specials, wenn man verwandelt ist auf X und B, sind es dieselben. Klar gemacht. XXO, der Griff ins Klo. Ja, ich wollte mich eigentlich hingehen und halt den Special. Yeah! Oh, und dann greift er mich, dabei wollte ich ihn noch greifen. Schick gesprungen. Man kann sich auch wie ich demonstriere, an Sachen festhalten und runterfallen. Und abgeworfen werden dabei. Oder einen Tritt ins Gesicht kriegen und... Egal, er stirbt jetzt. Nein! Ey, da wirft er mich direkt ab. Ich dachte, ich kann schnell aus dem Schuss machen. Nichts da. Ein klares 1:0 für Galuda. Klabbert er nichts? Also... Knabbert er was? Klabbert er nichts, aber hauchdünn und... haarscharf, aber na gut. So, ich glaube, ich nehme Jack, dann ist er weg, weil Jack ist echt wack. Okay, dann nehme ich Gunrock. Warte, nee, wir wollen. Nimm auch Jack. Na. Komm, Krabbelduell. Okay. Jack ist der erste Charakter gewesen, den ich hier in diesem Game je gespielt habe. In dieser Map. Wenn er jetzt alle Tricks kann, wisst ihr warum? Nee, ich mag den nicht. Der ist, keine Ahnung, der springt so komisch durch die Luft und so. Der hat nicht so ein geiles Verhalten, aber dafür habe ich das coolere Kostüm. Ja. Das, sagen wir, ja. Aber generell, dieses Game ist so süchtig machen und ohne Scheiß, wir spielen das jetzt schon, wie lange spielen wir das eigentlich? Seit 5 Minuten ungefähr. Ich weiß genau, was ich meine. Jahrelang wahrscheinlich schon, also es beschäftigt uns immer wieder und der Grüne verwandelt sich. Übrigens heute mit Steuerkreuz, ich weiß gar nicht warum, aber. Echt? Ja. Hey, wahrscheinlich verlieren sie deswegen, oder? Ja, möglich ist es, aber im Moment. Sie sind verwandelt, natürlich. Und ich frage mich, warum ich so wenig Energie habe. Ich habe mich auch schon gewundert, also. Nein! Ja! Meiner! Nein! Ja! Nein! Nein! Oh, rot sieht ja cool aus.
Nice, dafür lohnt es sich. Ist doch kein Grund, rot zu werden hier. Und da gibt's den Tritt. Oh, da ist nicht mehr viel dran, da ist nicht mehr viel dran. Nein, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Nein, ich flieg noch rein, nur weil ich so nett zu dir bin. Weg und boah! Ja. Ich wollte sie gerade wegwerfen und dann kam das Ding auf mich zu, das hat mich davon abgehalten. Ah, ich wäre ewig gewesen. Yeah, der macht den Boldo. Den werden wir nachher auch noch sehen, aber in einem anderen Spiel, mehr dazu gleich nach der nächsten Maus. Nach der nächsten Maus, beim Blend und fliegen sie sich. Nee, was ich eben sagen wollte, ich habe das Spiel halt 99. Nee, Entschuldigung, doch 99. Januar 99, das erste Mal gespielt, generell Dreamcast kennengelernt. Danke Gordon, danke Kevin, dass du so einen coolen Bruder hast und der einem das... Nein, ah, oh, gut gemacht! An der Stange wird er da hochgeschickt. Gut gemacht, Ja, sie saßen aber auch auf dem Präsentierständchen, also... Ich weiß. Wie das Huhn auf der Stange, hat er da gehört. Die Nutte an der Stange, würde ich sagen. Das Huhn trifft es aber auch verbessert. Also hier für unsere FSK 16 Fans, bitte hören Sie kurz weg. Nichts da, gibt keine Altersbeschränkung. Das ist YouTube, Internet, alles ist möglich. Oh, und der trifft mich noch. Wobei ich stehen geblieben. Sie bringen mich durcheinander daher. Hui. Zu Recht. Nichts da. Nice Grab. Der Crab-Move. Okay, 1-1. Okay, wer macht das 2-1? Wie gesagt, ich komme nochmal drauf zurück. Ich hab's 99 im Januar das erste Mal gespielt. Jack war auch der erste Charakter. Diese Map hier war das allererste, was ich von der Dreamcast und so weiter gesehen habe. Und ich habe mich verliebt. Es war Liebe auf den ersten Blick. So geil. Dreamcast, hammergeil. Und dieses Spiel, wie gesagt, seit dem Tag immer wieder. Oh, du Sack, ey. Da will er mich greifen, ja. Aber kommt in den erwählten Kreis. Wann hat das mit uns ja eigentlich angefangen? Wann das mit uns angefangen hat? Ja, die wissen, was ich meine. Nur $1. Mr. Soda, komm, ich kann lange lutschen. Fünf Dollar. Ich bin ganz lange rein. Ich hab verloren. Selbstverständlich, zu Recht. Sie haben mich abgelenkt. Ja, natürlich, wenn der Bauer nicht schwimmen kann und so weiter. Ha, herrlich. Keine Ahnung, war das auch zu der Hochzeit 2006 irgendwann, wo du dir eine Dreamcast gekauft hast und so? Das ist gut möglich, als die Dreamcast gerade in ihren besten Zeiten war. Sega schon längst auf dem absteigenden Ast. Ey, 2006 war ein gutes Jahr. Irgendwann Ende des Jahres ist Dings rausgekommen. Under Defeat, das letzte offizielle, Anführungsstriche, offizielle Dreamcast-Spiel. Doch, war ein gutes Jahr. Da habe ich auch angefangen, mir super viel Shit zu kaufen. Samba der Migo und den ganzen anderen Kram. Alles 2006. Ja, da waren die Sachen wenigstens mal günstig. Ja, heutzutage ist es schon wieder Retro. Und teuer. Mega teuer. Wenn ich überlege, ey, ich habe so viele... Ein Apfel. Äpfel bringen Energie, jeder weiß das, jedes Kind weiß, Obst ist gesund. Definitiv. Und keine Spaghetti. Und hier ist ein Schild drin. Nein. Nur ein weiterer Raketenwerfer. Nein, und ich schaff's nicht mehr mit dem Griff. Als hätte ich nicht schon genug Raketen, die ich aufschießen könnte. Ja, rote Rakete. Nein, das war dumm von mir, aber der trifft nur einmal. Mann, ohne Scheiß, du bist echt derjenige, bei dem ich es nicht hinkriege, dich mehrfach wirklich zu treffen. Das ist so... Zu Recht dann auch. Gut gesprungen, Löwe. Ja, bevor er die Kiste angeflogen kommt, wird dann doch nochmal hier die Verwandlung angegangen. Jetzt gibt's Feuer ins Gesicht, hier bitte sehr. Oh, da fliege ich über sie hinweg mit meinem Lieblingsteppich. Oh, und dann mache ich die falsche Attacke. Es gibt verschiedene super Attacken. Ich wusste, dass die springen und das ist meins, das ist meins. Nein, ja, nein. Dafür gibt's den Trick. Ich gönne ihm das nicht. Ja, ich hatte einen Apfel. Ich sag nichts. Ah, und dann hat er Glück. Ich wollte schon sagen. Aber so weit kommt's noch. Ich hab den Apfel gegessen. Wir sehen heute noch ein paar. Ah, ja, bei einem anderen Spiel vielleicht. Oh, Clayfighter, ich sag nur Clayfighter. Sein Lieblingsspiel, wir werden irgendwann eine Folge machen und er wird gnadenlos weinen. Ich werde es zugeben, ja, ich weine. Was? Ich hab dich getroffen. Ich hab dich schon wieder getroffen, das macht keinen Sinn, das Spiel backt. Doch, sie haben mich getroffen, meine Energie leiste verreitet. Ja, nur dass sie ihre Waffe nicht verloren haben. Ja, damit. Noch einmal und erreicht! Erreicht! Unglaublich, ey. Nur weil das Spiel gebackt hat. Also wirklich. Sie haben es gesehen, ich habe es zweimal getreten, die Waffe fällt ihr nicht aus der Hand. Also. Ich habe es nicht gesehen. Habt ihr es gesehen? Ja, also spult nochmal zurück, 3 bis 7 Sekunden, ihr könnt es genau sehen, der Bug ist da.
Final Vegas? Nee. Das war dann auch der Grund, warum Sega pleite gegangen ist, glaube ich. Was? Der Bug im Power Stone hat ihnen das Genick gebrochen. Vince Ryoma? Ja, der muss weg. Der muss weg? Oh Mann, nimm Gunrock, du. Schon wieder? Hattest du nicht? Ich hatte Gunrock noch nicht. Ich hab mich von ihnen überreden lassen, Dings zu nehmen. Ach ja, Jack. Wie man in Frankreich sagen würde. Jack. Ahiak. So, der dicke, was ist der eigentlich? Italiener? Ich glaube, es ist der große Bruder von Mario und Luigi. Man sieht es an der Mütze. Keine Ahnung. Der blaue Bruder. Ja, mit dem blauen Blut. Und wer verwandelt sich hier schon? Das ist Ryoma. Ja, das liegt daran, dass sie ein wenig fettleibig unterwegs sind im Moment. Mega! Oh, und da wird er nochmal erwischt. Und jetzt nochmal hier kommt. Oh, der war gut. Par excellence. Oh, schade, ich dachte, ich komme noch weg. Standing Ovation. Das hole ich mir. Gehen Sie da weg. Yeah! Ich wollte dich doch greifen, beat Mann. Beat the shit out of you! Oh, und er verwandelt sich schon? Ja. Das heißt schon? Ja. Schon. Oh, da! Oh, damn. Kleine Stichelei hier. Kleiner Abstecher damals zwischen euch. Poken! Oh, oh. Und da ist die Energie dann auch weg, danke für den Diamanten. Hat es mir gegeben, aber. Der macht so viel Schaden mit seinen normalen Attacken, ne? Das ist echt krass. Das ist so geil. Man rechnet gar nicht damit, dass man stirbt. Das war auch völlig unverdient gerade. Was? Meine Verwandlung und deine Verwandlung. Also da war meine aber ein Träumchen und bei ihm hat er nur so einen gestottert. Das gibt's ja. Boah, komm her. Oh Mann, ich werde von einem Pfosten aufgehalten. Nein! Nein, ich hab ihn gar nicht gewählt. Oh, und ich verliere noch einen. Und verlieren alle beide. Ah, ich verliere alle drei. Ey, das gibt es doch nicht. Das ist Tode. Das ist das Comeback. Oh yeah, aber eigentlich müsstest du ein Comeback bringen, weil ich bin in Führung. Rück. Boah. Und erwischt mich. Und erwischt mich. Also, Give it nicht. Ja, geil. Unglaublich. Ein weiterer Sieg. Unglaublich, oder? Unglaublich. Ich also, glaub, einen kriegen wir jetzt noch eben für den ersten Part hier hin. Ja, einer geht noch. 3-2 wird das noch hier. Ein 3-2. Nämlich hier Falcon, der übrigens in netter Weise in der japanischen Version Fokker heißt. Fokker! Für mich der sympathischere Name, ganz klar. Motherfucker! Wo sind wir? Nicht zu verwechseln mit dem Fick-Ex von WWF. Fick-Ex? Ja. Oh, shit. Schalten Sie auch bei unseren alten Folgen ein. Also der Fick-Ex, auch interessant. Guckt's euch an. Auch wieder Dreamcast. Jan und Phil. Und der Random-Knopf. Ich bin zu sehr im Smash drin, hab ich das Gefühl. Ja. Aber irgendwie verliere ich trotzdem... Kaum! Verdammt! Das stimmt. Und was ist? Gucken Sie sich das an! Oh nein, gehen Sie weg! Oh, wer hat den Stock? Oh, jetzt bin ich verwandelt. Wer trifft? Wer hat IT eingeladen? Ja, wer imitiert? Wer imitiert? Und nein, ja. Oh, es war aber auch nicht so. Oh, und die Kante rettet ihn! Zu Recht! An die Kante! An die Theke! Hilf dich sie bitte hier an die Beke titten! Oh, sehr gern! Oh, ja, da freut er sich schon, wollte das auch machen. Ich dachte, dass es meiner ist. Ja, aber es ist der gleiche vor. Kommt der schicke Kicks von Daisy oder was? Nein! Kick it like Beckham, kick it like Fokker. Ja, darauf habe ich gewartet. Hier. Ich wusste es. Fire in a hole. Fire. Der geht daneben. Oh, ich gebe dann. Na, ne, oh, nix ja. Ich dachte, du springst mir schön in die... Hat er sich wohl gedacht? Nee, Nein! Und dann kriegt er direkt wieder, aber direkt einen Apfel. Was sehe ich da? Aber die kann ich gerade auf kurze Distanz nein! nicht gebrauchen. Oh nein! Ich hole die mir so. Oh, das ist, manchmal sind das hier Millimeter, wie man gerade sieht. Das ist fies. Ja, rollen Sie hinein. Ja, ist mir egal, solange Sie nur einen hässlichen Tod hinkriegen, mit schlechter Attacke, ist mir das egal. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Es soll schön aussehen und das war gerade crappig. Habt ihr das gesehen? Ich liebe diese komischen, hast du auch drauf geachtet? Ihre Nippel werden so komisch, mit so schwingenden, wie nennt man die? Keine Ahnung. Mandala-Arsch. Ja, genau. Achte gleich mal drauf. Ein Pendulum. Pendulum. Es hypnotisiert dich quasi. Ja, achte gleich nochmal drauf. Ich besiege ihn nochmal gleich auf dieser Art. Ich denke nicht, dass das passieren wird, aber jawohl. Man kann die übrigens auch fangen. Catch it if you can. Mit B. Alles mit B. Und ergreifen hier ein Stück Fleisch. Oh.
Nom nom nom. Nom nom no. Oh, nam nam nam, nam Verwandlung. No. Oh, und da ist ein Nagi mit dran. Ja, genau, das wollte ich nämlich. Schön machen sie ihre Attacken, rollen sie, bam. Oh, oh, das war's. Nein, ich habe aber die falsche gedrückt ausgesehen, aber du hast mich auch nicht erwischt irgendwie mit dem Schlag. Nee, nicht wirklich, aber es hat gereicht. Ich habe sie aufgehalten. Bounce! Hier ist ein Apfel lecker. Nicht da. Jetzt, ich will, oh, so viel Energie hat er noch. Ja, ja, ja. Und da wird er nochmal erwischt von dem grünen Kübel dann auch. Und das reicht dann auch schon als Attacke hier. Ne, ne, ne. Der ist doch hell noch. Oh, wie ich ihn in der Luft gehalten habe. Sie hat nämlich im Gegensatz... Verdammt, ich habe dich leider nicht mit dem Special killen können. Perfekt! Ja, so muss man das abschließen. Unfassbar. Hiermit ist die Folge zu Ende. Ein schreckliches Ende. Ein Ende mit Schrecken. Nun ja. Okay, wir sehen uns im nächsten. Bis denn, bis gleich, hauen Sie rein. Jo, kein Bus mehr, ja.